Sergei Fedorowitsch Tschach wurde am 12. September 1952 in der Sowjetunion in der heutigen Ukraine geboren. Er war Teil der sowjetischen Streitkräfte im Afghanistan-Krieg und studierte später. Er wurde Kriminalbeamter. Wegen Betruges jedoch musste er seinen Posten später räumen. Er siedelte in die Ukraine über. In Kohlebergwerken und Industrieanlagen arbeitete er hart. 1980 erdrosselte und vergewaltigte er sein erstes Opfer. Zwischen 1984 und 2005 ermordete Tschach vermutlich um die 100 junge Frauen und Mädchen. In derselben Zeit heiratete er dreimal und zeugte 4 Kinder. 10 unschuldige Männer wurden vor seiner Verhaftung zu Haftstrafen verurteilt. Einer davon beging sogar Selbstmord in der Haft. Nachdem Tschach allerdings 2005 die Tochter eines Bekannten ermordet hatte, flog er auf. Bei seiner Verhaftung soll er gesagt haben, dass er schon 20 Jahre darauf gewartet habe, verhaftet zu werden. Seine Verhandlungen fanden nicht öffentlich statt, aufgrund der Minderjährigkeit der meisten Opfer. Er selbst sagte aus, er habe die Todesstrafe verdient. Als Motiv gab er an, er habe seine ehemaligen Kollegen brüskieren wollen, was wohl als unglaubhaft zu sehen ist. Da die Ukraine die Todesstrafe schon lange abgeschafft hatte, wurde Sergei Tschach zu 36 lebenslangen Haftstrafen verurteilt, einmal für jedes nachgewiesene Opfer. Die Haftanstalt wird er nie wieder verlassen.